Hallo. Also, erst einmal hier die Vorgeschichte. Ich bin vor 2 Monaten aus. Falsch, stopp. Hallo, dieser Bericht geht nur an Frauen und ist von einer Frau. Das heißt, Männer hier bitte abschalten, denn das ist hier nur für Frauen gedacht. Von mir. Auch falsch, nicht so? Hallo, diese Videos sind nur für Frauen und zwar von mir. Das heißt, alle Männer sollten jetzt hier abschalten, weil für euch ist es einfach nicht gedacht. Ich möchte mich nur für euch peinlich machen, liebe Frauen. Das heißt, ich bin vor 2 Monaten aus Frankreich weggezogen. Aufgrund der normalen Probleme, die man meistens so hat. Das heißt, bei uns wurde zweimal eingebrochen innerhalb von einer Woche. Daraufhin war mein Mann der Meinung oder mein Ex-Mann der Meinung, dass er sein Auto retten müsste anstatt die Familie. Das heißt, ich habe zwei süße Töchter, die ihr aber wahrscheinlich in diesen Videos nicht sehen werdet, um ihm ein bisschen die Peinlichkeit zu ersparen. Ja, also mein Mann war der Meinung, er müsste sein Auto retten. Daraufhin war ich der Meinung, ich müsste mich und meine Kinder retten, schnappte mir unsere Kaution, die dort hinterlegt war, und war der Meinung, ich kaufe mir von diesem Geld, genau von diesem Geld, ein Haus, und zwar wieder in Spanien. Ich habe vorher die ganze Zeit in Spanien gelebt mit den Kindern. Das hieß, Frankreich war eine neue Idee von uns. Gut, aber aufgrund dieser Vorgeschichte, war ich der Meinung, ich gehe ganz schnell wieder zurück mit den Kindern und nehme dieses Geld und werde von diesem Geld ein Haus kaufen. Wir reden hier genau von 10.000 Euro. Das heißt, ich bin 4 Wochen rumgereist mit den Kindern, mit dem Auto, habe mir Frankreich noch ein bisschen angeguckt, dann Spanien mir ziemlich genau angeschaut und habe in diesen 4 Wochen praktisch ein Haus gesucht und habe am Ende auch eins gefunden und habe dieses dann auch gekauft. Und zwar genau für 10.000 Euro. So, dieser Bericht soll einfach für alle Frauen da sein, um zu schauen, ob das wirklich möglich ist, ob das eher ein Traum ist oder ein Albtraum. Ich werde morgen euch das Haus ganz genau zeigen, wie es aussieht. Es gibt in diesem Haus keinen Strom, kein Wasser, keine Genehmigung, dass es bewohnbar ist. Ich habe bis jetzt plus also zu den 10.000 Euro noch 230 Euro Notargebühren bezahlt, 180 Euro Immobilienmakler bezahlt und 500 Euro für die, wie sagt man auf Deutsch, die Grunderwerbsteuer ist das, glaube ich, ne? Also die Grunderwerbsteuer. So, und ihr werdet mitbekommen, was mich das Ganze am Ende wirklich gekostet hat, in welcher Zeit und was es für Schwierigkeiten gibt. Deswegen halt auch nur für euch. Von mir an euch. Ihr dürft mich alle ganz gerne unterstützen. Ich hätte natürlich gerne nur positive Kritiken oder zumindest oder Hilfestellungen bei meinen etwaigen Bauvorhaben, weil, wie ihr wisst, in Spanien ist das auch alles nicht so einfach. Ich habe jetzt schon ganz schön lange damit zu tun. Also das Haus habe ich jetzt seit 1 Monat und es ist noch nichts passiert, bis auf dass ich ein bisschen aufgeräumt habe. Ihr werdet es morgen aber sehen und ich werde euch auch zeigen und sagen, wie das Ganze einmal aussehen soll. Und ihr dürft es jetzt mitverfolgen. Das Ganze wird sich bestimmt über ein halbes Jahr hinziehen, wenn das dann genug ist. Und ihr dürft das Ganze mitverfolgen, wie es dann weitergeht und ob es klappt oder nicht klappt. Ja, und morgen geht's dann los. Dankeschön. Bis dann.